Desiree Rösch. Guten Abend und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben den Sturm gut und ohne größere Schäden überstanden. Ja, es gab Tote, es gab Verletzte, viele Unfälle. Das ist die traurige Sturmbilanz, nachdem Zeynep über uns hinweggezogen ist. Wir wollen uns an dieser Stelle vor allem bedanken. Bedanken bei den vielen Einsatzkräften, ob Feuerwehr, Hilfsorganisationen oder THW. Mehr als 24.000 Menschen waren im unermüdlichen Einsatz, um zu helfen, im ganzen Land. Der Sturm hat auch den Bahnverkehr durcheinander gewirbelt bzw. zum Erliegen gebracht. Wie es da aktuell aussieht und weitergeht, dazu später mehr. Da schalten wir noch live zum Dortmunder Hauptbahnhof. Tagelang kachelt es jetzt schon durch NRW. Am Mittwoch hat sich der erste Sturm angekündigt. Deshalb hat das Schulministerium vorsichtshalber am Donnerstag allen Schulen des Landes sturmfrei verordnet. Das hieß kurzfristiges Organisieren und Homeschooling für alle. Damit beginnt unsere turbulente Woche in 99 Sekunden. Ja, und in Köln ist Halligalli. Zur Stunde wird da gefeiert bei dieser Karnevalsparty am Tanzbrunnen. Die blauen Funken feiern die Blauwiese Fastelovensluft mit Casala, Black Föß und so weiter. Und zwar draußen. Es ist eine reine Outdoor-Veranstaltung. 2G+, also alles Corona-konform. Aber ausgerechnet an dem Sturmwochenende schlechthin. Manuela Klein ist für uns live dabei. Manu, es ist ja immer noch ordentlich windig. Das haben sich die Jecken auch anders gedacht, oder Manu? Manuela Klein, danke, live aus Köln. Hoffen wir, dass das Wetter auch noch hält. Ja, so langsam reicht's ja auch mit Sturm, Regen und Kälte. Das hat sich auch Christine Faltin aus Frontenberg gedacht. Die Abiturientin hat sich bei uns fürs Backduell beworben. Und zwar mit einem Himbeer-Kokos-Käsekuchen. Den Winter schön mit ein paar freshen Zutaten austreiben. Super Idee, findet auch ihre Gegnerin Anna Schulz. Die Konditormeisterin macht aus den gleichen Zutaten Himbeerkäse-Sahnetörtchen mit Kokos. Also nochmal zum Mitschreiben, es gibt Himbeer-Kokos-Käsekuchen und Himbeerkäse-Sahnetörtchen mit Kokos. Was wohl besser schmeckt? Ja, heute Abend also das Finale und alle Folgen unseres Videotagebuchs können Sie sich auch noch mal ganz in Ruhe bei uns im Netz anschauen. Und wie Gina Rühl sich im Finale schlägt, was hinter den Kulissen bei Miss Germany 22 abgeht, das erfahren Sie am Montagnachmittag bei den Kollegen von Hier und Heute. Da ist Gina nämlich live in der Sendung zu Gast ab 16.15 Uhr hier im WDR Fernsehen. So, wir kommen noch mal zurück zum Sturm. Der hat ja auch Auswirkungen auf den Zugverkehr in NRW. Gestern wurde nach und nach der Bahnverkehr eingestellt. Viele Passagiere sind gestrandet. Auch heute fuhr kaum was. Stefan Göke live am Hauptbahnhof in Dortmund. Wie ist es denn jetzt? Fahren die Bahnen wieder? Also nicht mehr ganz so stürmisch wie gestern, wie in den letzten Tagen. Es bleibt aber uselig. Es bleibt ungemütlich. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall trotzdem einen entspannten Abend und ein nicht ganz so turbulentes und windiges Wochenende. Ab Montag gibt es an dieser Stelle wieder die Lokalzeit aus Ihrer Region mit den Geschichten, mit den Neuigkeiten aus Ihrer Gegend. Ja, machen Sie es gut. Jetzt geht es hier weiter an dieser Stelle mit der Tagesschau. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, schönes Wochenende.